Moin zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. Ich habe gerade mal ein bisschen ausprobiert, das hier zu machen. Nämlich springen. Also, hört sich jetzt irgendwie nicht viel an, aber ich konnte die ganze Zeit nicht springen. Und ich glaube, jetzt kann ich springen. Ich habe es zumindest jetzt dreimal das hinbekommen. Und von daher denke ich, wir können jetzt mal wieder zurück Richtung... Hoppala, ich sollte vielleicht, genau. Können wir mal wieder zurück nach unten, wo der eine Dude am Lagerfeuer ist. Das ist ja eine Stelle, wo man springen soll. Und bevor wir das machen, prügeln wir uns aber einmal kurz hier so ein bisschen durch. Ja. Warte. So. Wir können mittlerweile das Ushigatana in zwei Händen tragen. Aua. In zwei Händen tragen. Und das macht auch gut Schaden. Das haben wir ja bekommen, weil ich aus Versehen diesen Händler da weggeholzt habe. Und ja. Ob ich jetzt alles von ihm gekauft habe oder nicht, weiß ich gar nicht. Hattest du mir ja geschrieben, Sonsaru, dass ich, wenn ich alles von ihm gekauft habe, den eigentlich auch einfach wegholzen kann. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige gekauft. So, hier war ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Gegner hier noch irgendwo rumlungern. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Da könnte man rüberspringen, ne? So, man muss dann so sprinten. Warte. Sprinten und... Hat nicht geklappt. Au. Moment. Kommt gerade noch nicht so gut klar. Wir haben es gleich. Zack. Zack. Wer wirft denn da? Ah, der wirft. Frechheit. So, und er war, glaube ich... Genau, Gegenstände benutzen. Ich muss mich ein bisschen zurechtfinden, denn bei manchen ist er nicht so gut. Zum Beispiel, wenn man aus Versehen eher in Outlast die ganze Zeit drückt. Und dann die ganzen Batterien wegfeuert. Aber jetzt will ich nochmal gucken. Müssen wir noch irgendwie rüberkommen. Also, rennen. Und... Hat nicht geklappt. Nochmal. Rennen. Hat nicht geklappt. Alle guten Dinge sind drei. Der eine zählt nicht. Hat nicht geklappt. Okay, ich weiß nicht, wie ich rüberkommen soll. Vielleicht springe ich auch nicht richtig. So, wo kommen wir denn nochmal zurück? Ach ja, hier. Sehr gut. Ich glaube, wir sind schon relativ weit unten, oder? Ja. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Oh, hier ist falsch. Was ist denn das? Da leuchtet doch was. Ach, das ist eine Ratte. Ach so. Oh. Durch die Wand. Das ist ja frech. Ich kann hier gar nicht hauen und die schon. So, jetzt ist einer weg. Jetzt ist der zweite weg. So, was steht auf der Nachricht? Achtung, vor dir, Hinterhalt. Ja, danke. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. So. Hier war nichts. Ach, hier bin ich. Ah. Entschuldigung, ich muss mich noch mal ein bisschen zurechtfinden. Ich bin nicht so häufig hier langgelaufen bisher. Nein. Ist schon geil, wenn man eine Waffe hat, mit der man die one-hittet. Das macht Bock. Was noch mehr bocken wird, ist, wenn man die in einer Hand tragen kann. Aber ich meine, wir haben gleich schon genug Stärke. Beziehungsweise genug Seelen, um nochmal Stärke zu skillen. So. Oh, plündern. Langschwert. Das gucken wir uns an. Also, Ushigatana macht 90. Streitaxt macht 95. Wie war das nochmal? Status umschalten, Status umschalten, Status umschalten. Irgendwo konnte man die Dinge jetzt nachgucken. Den Bedarf an... Wahrscheinlich nicht hier. Anzeige umschalten.
Ah, ja, genau, hier. Guck mal da. 14 Stärke. Und hier braucht man 12 Stärke für. Das hätte ich ja gleich schon, oder? Genau, ich habe 11 Stärke. So, nochmal umschalten. Wo ist das Langschwert? Ach, oben. Ja, das macht 80. Wie viel braucht man fürs Langschwert? Guck mal, das könnte ich schon tragen. Dann nehmen wir doch mal das Langschwert. Hä? Warum nimmt er es nicht? Ja. Cool. Mal eben ans Lagerfeuer. Wie kann man nochmal Waffen wegstecken? Kann man Waffen überhaupt wegstecken? Ich weiß es jetzt nicht. Eben mal kurz hier aufsteigen. Genau genug Seelen. Einmal in Stärke. Ja. So, dann brauchen wir noch zweimal. Das heißt so um die ein bisschen mehr als 5000 Seelen. Okay. So, jetzt will ich mal eben schauen. Und zwar mit dem Langschwert jetzt nicht, sondern schon mit dem Ushigatana. Warte. Ey, warte, warte, warte. Ich müsste die Streitaxt jetzt eigentlich tragen können, um sie einhändig zu. Man kann also nur einen so einen Hieb machen. Und der kostet verflucht viel Ausdauer, okay. Dann gehe ich zurück aufs. Genau, aufs Ushigatana. Und die muss ich dann beidhändig tragen. So, hier unten sind ja die Skelette. Die haben mich am Anfang in Folge 2 richtig weggemacht. Lass doch mal gucken, ob ich die jetzt wegschnetzeln kann. Blöd ist natürlich, dass jetzt zwei kommen. Und ich keine Brandbomben habe. Oder warte mal, ich glaube, ich habe Brandbomben. Wo war das denn nochmal? Könnte ich den nochmal oben? Oder war das hier? Also hier war es nicht. War es hier? Nein. Hä, wie ging das nochmal? Ach, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So, einmal bitte aufstehen. Genau. Nur einer bitte. Okay, das ist doch noch ein bisschen. Nein, nein. Ist doch noch ein bisschen zu stark. Oder? Ich meine, ich habe dem ganz gut reingehämmert und war dann nur ein bisschen blöd von der Tasten her. Wo sind sie denn? Da vorne, ne? So. Die rennen jetzt hier rüber. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Bringen die auch hier runter. Wo bin ich? Warte, warte. Brauche ein bisschen Platz hier. Ach, der kommt nicht bis hier hin? Okay, ist der alleine? So, jetzt ist er alleine, ne? So. Den kriegen wir hin. Wo guckt der denn hin? Boah, ich muss da, wenn ich mit Stärke durch bin fürs Ushigatana, muss ich unbedingt wieder auf Ausdauer gehen. So. Er ist was weg. Hat einer geguckt, wie viele Seelen der gegeben hat, oder hat er gar keine Seelen gegeben? Das ist der zweite. Hehe.
Ei, 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 ei. Wie nur 50? Das ist ja ein Dreck. Das ist ja richtig kacke. Egal, jetzt haben wir die Skelette weg, das ist gut. Jetzt kann ich da unten zu diesem Item hingehen, ne? Hier war doch was mit famose Waffe. So. Da links. Ah, scheiße. Scheiße, jetzt sind ja schon wieder da zwei. Okay, der eine ist da unten am... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, der ist hängen geblieben. Ne, warte mal. Ich will lieber hier hin. So. Komm da. Ja, sehr gut. Schön aufteilen. Jungs, schön aufteilen. Komm her. Oh oh. Das ist nicht gut. Ja, das ist schon besser. Oh ja. Ja. Grüne Blüte. Nett. So, da vorne bin ich gestorben, aber das waren nicht genug Seelen wahrscheinlich. Ja, dann kann ich da doch nicht hin, ne? Ja, dann lassen wir das mal. Dann gehen wir einfach wieder in eine Festung. Dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir das Ushigatana in einer Hand tragen können. Dafür brauchen wir Seelen, Seelen und nochmal Seelen. So, wo ist der zweite? Vorne. So. Dann kann ich gleich auch mal da einmal rüberspringen. Zumindest versuchen. Ich weiß ja jetzt, wie ich springe. So, wirf nochmal. Ach, scheiße. Bin noch in den Dingens reingelaufen. Ach, Kacke. Ich dachte, ich hätte den schon gemacht. So. Einmal kurz hier ran. So. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Eigentlich müsste ich das Langschwert noch ausprobieren. Das kann ja schon in einer Hand führen. Das wäre eigentlich eine gute Idee, ne? So, also rennen. Und spring. Ich schaff das nicht. Weiß auch nicht, was ich so groß hier falsch mache. Ich meine, das Springen kriege ich hin, aber oder ich springe zu früh ab. Will jetzt auch nicht 15 Mal darunter stürzen. Können wir mal schreiben, ob sich lohnt, was da auch immer liegt, ob man dann da einsammeln sollte. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück nach oben. So. Also. Atschatschatscha. Kommst du auch einmal runter, bitte? Dankeschön. So, das verlorene Gut nochmal mitnehmen. Sehr gut, weiter geht's. Da kommt die Granate. Jetzt laufen wir in dem einfach mal vorbei. Ach, scheiße. Das ist natürlich jetzt ein sehr guter Moment, dass hier sich der Virenschutz einmal meldet. Jetzt habe ich die Maus hier drin. Und kann ich richtig steuern. Klasse. Sekunde mal eben. Ich kann ihn richtig steuern. Kann nur noch geradeaus laufen. Und mal kurz ein bisschen weg von denen. Kann auch gar nicht mehr zuschlagen. Ah, jetzt geht's. Sehr schön. Ich dachte, das wäre jetzt im Eimer. Gibt wahrscheinlich wieder sein monatliches Update. Hier, ihr Bedrohungsschutz für die letzten, hast du nicht gesehen, Tage. Ist jetzt gerade sehr wichtig. So,
Also. Vorsicht, Hinterhalt. Ich weiß, hier ist eine Ratte. So, da war eine Ratte. Also mit dem Springen haben wir jetzt raus. Nur, nicht gut genug, um auch weiterzukommen. An manchen Stellen, wo wir gehofft hatten, weiterzukommen. Also meine Überlegung war, wie gesagt, dass ich einfach zu früh abspringe und deswegen das nicht klappt, aber gut. Ich kann es natürlich jetzt auch nicht wissen. So. Hä? Ach so. Oh. So, aber es ging ja, glaube ich, auch noch da vorne runter, ne? So hier. Genau, hier ging es noch runter. Eieiei. Sollte mal wieder hier Schluck aus der Pulle nehmen. Bleiben Sie bitte unten. Ach Mist. Eigentlich könnte ich bei denen mal das Parieren üben. Man kann ja, wenn man in dem passenden Moment hier so blockt, parieren, oder? Das war doch so, ne? So, jetzt machen wir erstmal hier. Erster weg. Warte mal. Zwei. Komm schon. Ja, ich wollte nur einen hier behalten. So. Schlag mal. Ne, das haut nicht hin. Normal. Ne. Wie war denn parieren? Wie war das denn nochmal? Ne, jetzt muss ich ihn wegmachen. Wie nochmal parieren? Tasteneinstellung, Netzwerk, Tasteneinstellung. Laufen, Zielfick, da kämpfen. Waffe wechseln. Block Parade. Das soll Shift sein, oder? Das ist eine starke Attacke. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Also einmal rauf hier. Wir haben noch ein paar Versuchskaninchen. So, ne, nach so 5-6 Folgen kann man auch mal so ein bisschen die Steuerung üben. Ist nicht verkehrt. Ich meine, gerade wo wir vom Taurus-Dämon ordentlich auf eine Mütze bekommen haben. So, hier geht's doch jetzt gleich schon wieder hoch, ne? Genau, ah ja, hier sind wir. So, dann machen wir mal. Moment eben, Leute. Der mit seinem blöden Ding hier kann sich mal gepflegt ins Knie lieb haben. Ganz lieb. Mist. Ich wollte nur einen behalten. Das ist jetzt doof. Aber das hier, was macht das? Das ist Grabfürsten. Das will ich eigentlich mal... Komm, wir probieren mal aus. Diener des Grabfürsten. Sucht in der Welt. Sucht Welt eines Grabfürsten. Als Rachegeist. Okay. Ich weiß nicht, was das macht, aber. Ach so. Blutverlust. Ihr seid gestorben. Dein Phantom wurde besiegt. Du kehrst... Ach, lol. Kann man da Leute... Ist es... Ach, nö. Jetzt muss ich hier schon wieder so lang rennen.
von dem, was gerade passiert ist. Sag mal, ob das jetzt das ist, was ich richtig meine. Da ist einer, der fordert Leute zum Duell raus. Vermutlich oder wie auch immer. Und ich bin da rein und meinte, komm, ich mach dich weg. Weil ich jetzt verkackt habe, habe ich keinen Malus davon. Aber er konnte ein bisschen PvP machen. Und sich gut fühlen oder so. Na gut, dann haben wir ja noch ein paar Möglichkeiten, jetzt zu parieren. So, also. Nee. Also ich meine, die habe ich mittlerweile rausgefunden. Hä, warte mal. Das kann nicht sein. Also. Parade. Aktion Linksblock. Kann man Parade. Man kann doch auch eine Parade locker mit zwei Waffen durchführen. Block ist nur rechts. Und wenn man die gleichzeitig macht. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Weg mit dir. So. Kommt jetzt der von oben? Doch nicht. Nee. Okay. Dann halt nicht. So. Ich weiß, es sieht jetzt sehr viel das Gleiche aus, aber so ist es halt. Ne? Mann, wie kann man denn die Parade machen? So, hier sind zwei. So, jetzt nochmal. Na, 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 na. So nicht. Der ist mir ein bisschen zu eifrig. Dann nehmen wir den da vorne. Warte mal, du bist doch der mit dem... Ja, ja. Der mit dem Feuer. Ups. So. Jetzt gucken wir mal. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Vielleicht kann man auch nicht alles parieren. Hä? Weil ich drücke, genau wie ich das... Ah, nee, doch nicht, warte mal. Ach so. Nein. Nee. Sekunde. Ja. So ist richtig. Also. Ihr habt es immer noch nicht ganz raus. So, und hier. Da muss man doch rüberkommen, oder? Komm, wir laufen nochmal von oben jetzt. Tatsache, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. So, wo ist denn der eine Dude jetzt? Der war doch schon vorhin eigentlich einer. Oh. Wo ist denn der dritte? Hä? Oh, der ist wohl mit dem Fahrrad weg, Bier holen. Dann gehen wir halt hier hin. Da hängen sie, die Boys. Der halbe Hähnchen. Ups. So, und da ist noch einer. Gut. Dann haben wir auch alle Seelen noch mitgenommen. Dann hat zwar sich die Invasion gar nicht gelohnt, aber wenigstens können wir wahrscheinlich nochmal aufsteigen. Und ich habe 30 Minuten fast verprödelt hier. Au, ups, was ist das denn? Wo kommst du denn her? Unheil verschwindet nach Sieg über Grad. Was für ein Unheil? Stehe ich nicht. Ach, guck mal, meine Menschlichkeit ist weg. Vielleicht kann er sich damit Menschlichkeit farmen. Menschlichkeit erhöht ja auch die Beutewahrscheinlichkeit, ne? Müsste gleich mal gucken, wie viel Menschlichkeit ich eigentlich habe. Ach du Scheiße.
Nochmal. Nochmal. So. Was kriegst du noch? Nee, nee. So nicht. Jetzt machen wir noch die... Warte mal, bevor wir die beiden Boys da vorne wegmachen. Eine bessere Idee. Wenn wir schon nicht hier weiterkommen, kommen wir wenigstens statmäßig weiter. Und zwar hole ich mir jetzt eben die 500 Seelen von der Brücke ab. Und... hab dann genug für den nächsten Aufstieg. So. 555 sind sogar. Krass. Danke dir, Drache. So, dann sind wir auch gleich bei 13 Stärke, aber eine Sache will ich noch ausprobieren jetzt. Wir haben ja jetzt die... Wir haben genug Stärke fürs, fürs Langschwert. Wo ist es? Da. Das würde ich jetzt einmal ausprobieren. Wie gut das Schaden macht. Denn, wenn wir es schon tragen können, dann sollte man damit zumindest auch mal ein bisschen kämpfen, oder? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will nicht mit dir tanzen, Mann. Junge. Ach du Scheiße. Ihr seid aber auch nervig, du, ne? Kann man nicht anders sagen. So, ein bisschen provozieren. Hat das geklappt? Nein? Eieiei. Bin gerade ein bisschen schlecht. Was war das denn? Ach du. Okay. Warte. Warte, warte, warte. So schon mal gar nicht hier. Komm. So. So, kurz. Voll gelohnt. Komm rein. Los. Schneller. Schneller, schneller. Schneller, 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 schneller. Schneller. Och, Mann. Ach, das kann ich auch. Komm her. Oh. Oh. Wenn ich die trete, ist das Schild weg. Oh. Aha. Ey, na, so? Und? Ja, eine relativ sichere Möglichkeit, die wegzuholzen. Mensch. So, hier unten haben wir ja noch einmal Kollege Schmalspur, der hier hinterm Schrank ist. Da muss man einmal nur kurz ran und dann... So, ist er im Ausrasten? Ja. Frechheit hier. Okay, zwei Hiebe brauche ich dann für die. So, war hier noch was? Wo bin ich denn hier? Okay, das ist natürlich nervig, dass man zwei Hits braucht. Praktisch ist, dass man halt den Schild hat, weil die nicht durch den durchhauen können zum Beispiel. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, benutze ich das Schwert weiter, bis wir das Ushigatana richtig tragen können? Kriegen wir vielleicht noch die 5000 Seelen jetzt zusammen? Von hier kann man darüber springen. Ja Mensch, das hätte auch mal einer einem sagen können, ne? So, hier war ich noch nicht, das heißt ein bisschen Vorsicht. Mensch, da gehört zumindest eine Hinterteil.
Vorsicht mit enges Gebiet. Versuch's mit enges Gebet. Hey, enges Gebiet? Hä? Hä? So, jetzt hab ich, ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt haben wir hier im Endeffekt eine Armbrust und ein paar Bolzen bekommen. Die Armbrust hatte ich vorher schon, die Bolzen hatte ich auch vorher schon. Und das wunderbare Problem, was geschafft. Das wunderbare Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe keinen Händler, wo ich mir mehr Bolzen kaufen kann. Aber ich hatte ja mal ausgerechnet, wir brauchen, glaube ich, so rund die 150 Standardbolzen waren es, glaube ich, oder die Billo-Bolzen, damit wir hinten den Drachenschwanz wegballern können. Kann ich nicht mehr kaufen. Also was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufsteigen, oder? Nee, wir haben noch genug Estus Flaskon. Wir rennen jetzt hier durch. So, mal ein bisschen hier auch an mehr Leuten versuchen. Zack, zack. Zack. Eija, eija, hahaha. So nicht, du. Können nicht immer nur hier den Billo-Weg gehen. Bams. Muss auch mal scheppern. Genau. So, und hier war nichts. Aber da ist was. Nämlich drei von den Pissern. Ach du Kacke. Elva. Weg hier. Einmal regenerieren. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber ich habe mit dem Schild zugeschlagen. Ach lol, man kann hier spammen, dann benutzt er die mehrfach. So, nächster bitte. Kommen Sie ja rein. Wir haben Arschtritte und Schwerthiebe für Sie. So, einer fehlt noch. Hat sich da bestimmt hin verkrümelt. Natürlich, was auch sonst. Bams. So. Dann noch hier rauf. Oh, daneben. Sekunde. Jetzt war Mann. So. Oh, daneben. Nice. Das hat gut geklappt. Hat zwar ein paar Bolzen gebraucht, aber war okay. So. Was war hier nochmal? War hier nicht auch noch ein Gegner? Nee, war die Kiste. Lol, man könnte von hier hinten auf die draufballern. Oder hier so runtergehen. Aber das wäre ein bisschen kacke, denn... Was ist denn da unten? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Es wäre ein bisschen kacke, denn... Wir haben ja noch hier... ui. Da hat es aber eine eilig. Warte. Probieren wir mal hier das neu. Mist, das nicht. Und zwar treten, schlagen, schlagen, schlagen. Neue Taktik gegen die Dudes mit dem fetten Schild. Drei Hiebe? Ja, aber dann ist das Langschwert ja richtig praktisch. Mensch, warum habe ich das jetzt erst so spät gefunden? Komm, komm, der eine da. Genau du. Ob ich mit dem Ritterschild Havel schaffe? Eieiei. Eieiei. So. Estus Flask sind alle. Jetzt wollen wir mal kurz... Ich habe doch richtig gehört. Da waren auch noch Fußtritte. Ja, komm. Komm. Ich habe ein hartes Schild. Da kommst du gar nicht durch, du. Henna. So, was ist hier unten?
habe eine Idee. Warte. Nee. Na, wie kann ich denn nochmal gehen? Ah, scheiße. Er hat mich entdeckt. Wie kann ich denn nochmal gehen? Ah, warte. Jetzt kann ich, ja? Oh. Ja, wäre das jetzt hier Outlast, dann würde ich dem die Türen vor der Nase zuknallen. Und tschüss. Schnell hin! Blauer Tränen. Was? Tränensteinring. Okay. Jetzt muss ich nur noch an dem vorbei. Und tschüss. Arrivederci. Habe ich nicht schon mal gegen so einen versucht zu kämpfen und bin kläglich gescheitert? Wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Uiuiui. Weg hier! Geh weg! Mein Plan? Ich verpiss mich. Ich hoffe, der kann nicht auf die Leiter. Jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar ein ziemlich dummes. Ich habe nicht weit genug nachgedacht. Denn bis zum nächsten Leuchtfeuer. Boah, ich weiß gar nicht, wo das nächste Leuchtfeuer ist. Was habe ich denn noch für... Warte mal. Ja, das ist natürlich klasse. So, überlegen. Ich gehe einfach runter. Steht er da noch? Nö. Hä? Ist er zurückgegangen? Habe ich ihn jetzt gecheased? Ich gehe einfach davon aus, dass ich ihn gecheased habe und steige jetzt auf. So, fast genug Seelen. Richtig gut. So, jetzt wollen wir noch was nachgucken und zwar Ringe. Verstärkt Verteidigung, wenn TP gering sind. Ja, ist ja besser als nichts, Mensch. So, und jetzt brauche ich auch gar nicht mehr so viele Seelen. Die machen wir jetzt noch vorbei. Machen wir jetzt durch. Jetzt holen wir uns nochmal die Seelen von oben. Klatschen hier unten noch ein paar Viecher weg. Dann können wir das Ushigatana mit Schild tragen. Drei Dinge, die ich noch machen will. Ein Ding, was ich noch machen will. So. Einmal hier hoch. Einmal kurz Feuer. Sehr gut. Jetzt wieder runter. Am behindertsten ist es, Entschuldigung, am bescheuertsten ist es, ja eigentlich, wenn man jetzt immer wieder hier ans Leuchtfeuer geht, Treppe hoch, Seelenfarm und hast du nicht gesehen. Ich meine, ich nehme sie immer gerne mit, so ist nicht. Aber, auch Trial by Combat, ja. So. Blätter. So, wie war das denn jetzt gerade vorhin? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich vorhin mit dem Schild da gemacht habe. So. Nice. Ich meine, ja, das sind schon genug, oder? Ne, warte, das eine waren 2800. Wir holen jetzt noch ein paar mehr, nicht, dass es nicht genug sind. Dann können wir wenigstens sagen, dass wir seelentechnisch weitergekommen sind. Also. So, war nicht da vorne noch einer?
jetzt nicht ganz sicher. Nee, hier ging's nur runter. Hier war keiner mehr. Der Händler hier vorne ist natürlich jetzt leider auch weg. Armer Kerl. Das war keine Absicht. Aber du hast uns eine schöne Waffe gegeben. So, Dele. 3021? Ich geh mal auf 3200, also die da vorne noch. So eine Scheiße! Was mach ich denn jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Nämlich neben dem Dicken sind jetzt auch noch... Shit. Ach. Okay, wenigstens kann ich die Sachen wegblocken. Ja, ja, ja. Ui, der zieht aber aus, Sordo. Ah, ja. Ich muss mal kurz... So, Kollege, wie wär's? Wir gehen ein bisschen runter hier. Da ist ein bisschen mehr Platz. Und dann machen wir weiter, ja? Ah, für den schaffen da. Oh, 13 Schaden, ganze 13. Ja, also, ich sehe seinen Lebensbalken sich gar nicht bewegen, du. Mensch, wie kommt das denn nur? Dann machen wir das anders. Kannst du mal bitte hier rüber? Also, so können wir den machen. Das wird aber ein bisschen dauern. Packt schon mal das Popcorn aus. Ich dachte, der schlägt jetzt nochmal zu. Komm, Fifi. Komm schon. Ich hab geklopft, warum machst du die Tür nicht auf? Oh, Ausdauer. Ah, Scheiße. Moment. So. Ich will auch noch mal eben das Ushigatana nehmen, wenn das in Ordnung ist. Ja? Was ist denn jetzt passiert? Warte mal, hat er sich gerade in den Tod gestürzt? Jo. Ja, was soll ich jetzt machen? Mein Tod ist tot. Guck uns das Schwert an. Warum macht er das? Was zum... Was? Ja klar, guck dir das an. Brauch einfach 20 Stärke. Geh jetzt erstmal und regenerieren. Aber ist ja ein neues Ziel, auf das man hinsteigen, hinarbeiten kann. So. Das machen wir jetzt erstmal. Annehmen. So, jetzt gucken wir mal. Beweglichkeit habe ich ja sogar schon 2 vor der Stufe. Stärke müsste ich noch 6 reinpulvern, aber ich brauche wahrscheinlich mal Vitalität, oder? Bin jetzt nicht so ganz sicher, aber jetzt zuallererst mal, ja? Zucker. Damit können wir hier beenden. Also, ein wenig was geschafft. Wir haben mal jetzt ein, wir haben unser Schwert in einer Hand, also unser neues Schwert in einer Hand, mit Schild und haben hier diesen komischen Ring hier gefunden. Wo ist er? Da, die nach. Ne? Und der schwarze Ritter, ich sag mal, ist wahrscheinlich ein schwarzer Ritter gewesen, der hat sich halt selber umgebracht. Gut, dann können wir nächste Folge uns eigentlich mal wieder auf den Sturm, auf die Dingens machen, auf die Festung. Und gucken, ob wir dann jetzt mal weiterkommen mit dem besseren Equip. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und tschüss.